Hi, willkommen zu diesem Video. Heute gibt es schon wieder ein Fräsprojekt und zwar möchte ich mir diesmal dieses Ansauggitter vom Defender neu fräsen, denn bislang ist es aus Kunststoff und ich möchte da was Individuelles gerne haben. Dieses Kunststoffgitter ist nur gesteckt beim Defender. Und zwar kann man hier einfach mit zwei Imbusschlüsseln da rein und dann vorsichtig ziehen. Denn das Gitter hat hier hinten nur so Kunststoffstifte, die hier drin sind. Wenn man da nicht gleichmäßig zieht, dann brechen die auch ganz gerne mal ab. Aber hier in dem Fall heile geblieben. Und jetzt haben wir hier drunter noch 5 Phillips-Schrauben, die dann eben diesen Ansaugtrichter festhalten, der dann weiter zum Luftfilterkasten geht. Mein neues Gitter werde ich dann einfach über die Schraubpunkte anschrauben. Das Ganze ist einfach viel sicherer. Damit ich jetzt die Maße von dem Gitter vernünftig übertragen kann, habe ich mir jetzt hier so ein Zeichentransparentpapier genommen. Und da lege ich das Ganze jetzt drauf und male erstmal die Außenkontur nach. Und dadurch, dass hier die Gitterstruktur ist, kann ich auch die Innenkante zumindest stückchenweise nachmalen. Und die ganzen Linien werde ich jetzt mit einem Lineal einfach verbinden. Die Innenradien habe ich jetzt hier mit so einer Radienschablone zum einen ausgemessen. Man kann auch eine Radienlehre verwenden. In dem Fall funktioniert aber auch jetzt die Radienschablone. Ich habe jetzt hier einen 16er Radius und den habe ich hier eben bereits übertragen. Nachdem ich das Transparentpapier jetzt ausgeschnitten habe, habe ich das jetzt hier angehalten. Jetzt habe ich mir hier die Bohrungen angezeichnet, wo dann hinterher die Schrauben durchkommen. Die werde ich jetzt ausmessen und dann im CAD-Programm alles zeichnen und dann mal einen kleinen Prototyp fräsen, ob meine Bohrungslöcher hier auch passen. Der erste Prototyp sieht jetzt relativ simpel aus, einfach nur eine dünne MDF-Platte. Und jetzt können wir den ganzen Spaß einmal anschrauben, um eben zu überprüfen, ob die ganzen Löcher wirklich, ja, die ganzen Löcher so passen. Ja, ich vermute, dass hier oben die Schraube passt noch nicht. Da sieht man, da ist noch zu viel Versatz drin, das kriegen wir so nicht ausgeglichen. Das heißt, diese Bohrung oder das Loch werde ich noch ein Stückchen weiter hier runter versetzen müssen, damit das Ganze hier vernünftig passt. Also gut, zweiter Versuch. Ich habe es jetzt nochmal in Originalgröße ausgedruckt, nachdem ich das Loch hier ein bisschen verschoben habe. Hier oben kann man in Rot vielleicht noch minimal erkennen, da hat das Ganze vorher gesessen. Und jetzt fluchten die ganzen Löcher, das sieht gut aus. Dann kann ich mich jetzt daran machen, das ganze Programm zu schreiben. Das heißt, die ganzen Fräsoperationen zu programmieren. Und dann können wir das Ganze anfangen auszufräsen. In der Simulation kann man jetzt die einzelnen Fräsoperationen und Werkzeugwege sehen. Nachdem ich jetzt mein Ansauggitter programmiert habe, kann ich jetzt das Rohmaterial vorbereiten. Und zwar habe ich hier eine 5 mm Aluplatte, die werden wir 1 mm runterplanen und dann ist das Gitter hinterher nur noch 4 mm insgesamt dick. Das reicht auf jeden Fall aus und hier werden wir jetzt erstmal ein Stück raussägen. Nach dem Aussägen habe ich jetzt noch ein paar Löcher in die Ecken gemacht, dass wir die Platte auch festspannen können. Und unten drunter habe ich wieder so eine Kunststoffplatte, einfach dass, wenn wir das gleich mit Spiritus kühlen, dass das Holz nicht aufquillt. Ich habe auch ein paar neue Fräser. Zum einen habe ich hier einen 150 Grad Fräser oder 75 Grad Fräser, wenn man sich den Winkel halbiert. Der macht dann eben eine 15 Grad Phase. Das Ganze habe ich auch schon ausprobiert an so einem Probeteil. Und zwar habe ich hier einmal so eine schöne Phase dran gemacht. Die ist schön flach und die sollte sich bei dem Kühlergitter hier seitlich ganz gut einschmiegen. Und zum zweiten habe ich jetzt mal so einen Außenradiusfräser mir zugelegt. Der macht einen 2 mm Außenradius dran. Die sind eigentlich nicht ganz so einfach zu verwenden, besonders wenn man kein Werkzeugvermessungsgerät hat. Ich habe das aber einfach mal ausprobiert und nach minimaler Korrektur sieht man hier auch keine stufigen Übergänge. Teilweise, wenn die Durchmesser nicht ganz passen, dann hat man hier unten so eine Kratzer drin oder oben. Das ist jetzt hier aber nicht der Fall. Demnach werden wir das Ganze jetzt auch mal ausprobieren. Und zwar wird der Zweierradius außen am Bauteil einmal ringsrum gefräst. Da bin ich schon gespannt, wie die Ergebnisse da sind.
Aber damit beginnen wir nicht. Jetzt geht es erstmal los mit dem 2 mm Fräser. Den Nullpunkt setzen wir hier unten mittig in der untersten Bohrung. In der Originalblende sind die ja nicht drin, weil die Schrauben sich ja unter diesem Kunststoffabdeckung verbergen. So, jetzt müssen wir nur bedenken, ich habe das Ganze so programmiert, dass wir jetzt auf der Oberfläche vom Rohteil nicht unseren Nullpunkt haben, sondern auf der Modelloberfläche. Das heißt, wir müssen jetzt den Nullpunkt um 1 mm verschieben. Wir sind jetzt also nicht bei 0, sondern bei plus 1. Jetzt mal sehen, wie gut die Oberfläche geworden ist. Die ist wirklich super glatt. Also auch mit dem Fingernagel merkt man da gar nichts. So sieht das ganze Teil jetzt aus. Wir haben die ganzen Sechsecken jetzt fertig ausgefräst. Der Schlichtgang fehlt aber noch. Aber allein die Schrubb-Variante hier hat schon eine Stunde gedauert. Aber wir werden nochmal auf volle Tiefe einmal an der Kante entlang ziehen, dass wir da schöne saubere Kanten bekommen und dass man die einzelnen Frässchichten nicht sieht. Danach werden die noch angefasst und dann können wir das Ganze außen ausfräsen, die Kontur und dann noch die Rundung außen anbringen.
Schwämmchen runter. Jetzt haben wir hier unseren 2 mm Radiusfräser eingespannt und den müssen wir jetzt besonders gut nullen, denn wenn da minimal die Höhe nicht passt, dann ist das häufig so, dass man das dann sieht. So, das ganze Teil ist jetzt fertig. Hier seitlich passt der Radius perfekt, da merkt man keine Kante. Aber ab hier unten, ab der Ecke, merkt man, dass die Höhe scheinbar hier nicht ganz gepasst hat. Was natürlich sein kann, nachdem wir hier diesen Rahmen abgespannt haben, sind hier die Schrauben weg. Und vielleicht hat sich das dann wieder minimal weggezogen, dass es nicht ganz plan ist. Und jetzt haben wir hier hinten überall so einen leichten Rand oben. Wir hoffen einfach mal, dass man das jetzt hinterher noch ein bisschen beischleifen oder mit einer Ziehklinge abmachen kann. Nachdem das Ganze jetzt fertig gefräst und geschliffen ist, kann ich das Ganze jetzt eloxieren. Wenn dich das Thema Eloxieren genauer interessiert, dazu habe ich bereits schon ein ausführliches Video gemacht. Das verlinke ich dir rechts oben im Eck und am Ende vom Video. Man sieht, es hat so einen matten Schein bekommen. Jetzt sieht es auch, wenn man ganz genau hinschaut, auch wirklich so ein bisschen aus, als wäre die Oberfläche gebürstet. Finde ich jetzt aber gar nicht schlecht. Kochen wir das ganze Ding wieder eine ganze Weile lang durch, mindestens eine halbe Stunde. Ich werde wahrscheinlich hier eher 40, 50 Minuten machen, um einfach wirklich auf Nummer sicher zu gehen. So sieht das Gitter jetzt aus, nachdem ich das jetzt eingekocht habe, beziehungsweise versiegelt habe. Man sieht, es ist noch so ein leichter gelber Schimmer drauf. Das sollte sich aber gleich auch noch wegpolieren lassen. Man kann jetzt immer noch erkennen, dass es eben ein Frästeil ist. Ich habe das jetzt bewusst so gelassen. Ich finde das jetzt eigentlich nicht schlimm. Ich mag das eigentlich, wenn man da sieht, dass das Ganze selber gefräst ist. Diese gelben Schmier kriegt man einfach weggewischt. Ich weiß nicht, ob das einfach ein bisschen übersättigte Farbreste noch sind, aber insgesamt hat man da keinen richtig dollen Belag drauf. Das sieht alles echt gut aus. Nachdem ich jetzt das Ansauggitter fertig eloxiert habe, habe ich auf der Rückseite noch so ein Klebeband, das ist eigentlich für Kabelbäume zum Umwickeln, habe ich da drauf geklebt, um da ein bisschen einen Scheuerschutz zu haben, wenn ich das jetzt montiere. Und dann werden wir das Ganze mal montieren. Ich habe auch extra noch ein paar neue Edelstahlschrauben gekauft. Ich hoffe, dir hat das Video mal wieder gefallen. Falls es der Fall ist, drück doch gerne mal den Daumen nach oben und schreib mir auch unten in die Kommentare, was du vielleicht anders gemacht hättest. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sich keine Biene aufgrund der Geometrie in den Ansaugtrakt verirrt und ich dann irgendwann Honig im Luftfilterkasten ernten kann. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.